Willkommen zu einer neuen Folge in unserer Reihe Wissen in 5 Minuten. Heute S wie Schizophrenie. Wow, Schizophrenie in 5 Minuten. Das ist wirklich eine Herausforderung, aber ich stelle mich eher, meine Kollegen achten auf die Uhr und los geht's. Schizophrenie gehört zu den psychotischen Störungen. Alle, die dies noch nicht getan haben, bitte ich an dieser Stelle zunächst unseren Clip Psychose in 5 Minuten anzuschauen, denn dort wird der Grundstein für das Verständnis auch der Schizophrenie gelegt. Hier gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Geisteskrankheit, Irrsein, Wahnsinn sind nur einige der zahlreichen Namen derjenigen Störung, die man heute Schizophrenie nennt. Emil Kraepelin nannte sie 1886 die Dementia praecox, frühzeitiger Verlust der Verstandeskraft. Die noch heute gültige Bezeichnung Schizophrenie stammt von Eugen Bleuler, der diese 1911 einführte. Er sah das Wesentliche in diesem Störungsbild in einer Aufspaltung des Geistes. Schizo steht für Ich spalte, Phren der Geist. Schizophrenie, also Ich spalte den Geist. Das heißt, es kommt zu einer Zersplitterung des Denkens, des Fühlens, des Wollens. Es kommt zu einer mangelhaften Einheit des Selbsterlebens und der Selbstwahrnehmung. Die eigene Persönlichkeit scheint sich gleichsam zu verflüchtigen. Wir haben bei der Schizophrenie erst mit einem Störungsbild zu tun, das kulturübergreifend etwa 1% der Bevölkerung erfasst, die also mindestens einmal in ihrem Leben eine schizophrene Psychose durchleben. Frauen und Männer sind gleich betroffen. Die meisten erkranken zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr. Etiologisch wird von einer multifaktoriellen Genese ausgegangen. Man spricht von einem Vulnerabilitäts-Stress-Coping-Modell. Auf einer genetischen Basis entstehen Vulnerabilitäten, Verletzlichkeiten, die aber auch einer Umweltbelastung bedürfen, um dann zum Ausbruch zu kommen. Viele Faktoren finden sich dann neurobiologisch, das aber korreliert und wir wissen nicht genau, was ist Ursache, was ist Wirkung. Das Vollbild der Störung kann sich präakut ausbilden innerhalb von einer Woche oder akut innerhalb von 1 bis 4 Wochen oder, was sehr häufig ist, es entwickelt sich ein schleichender Prozess mit einem Prodromalstadium, einem Vorläuferstadium und das sich dann über Monate und Jahre entwickelt in das Vollbild hinein. Verlauf, ein knappes Drittel, etwas vereinfacht ausgedrückt, geht nach einer oder weniger Krankheitsepisoden in die Heilung über oder es bleiben nur leichte Restsymptome zurück. Ein gutes Drittel verläuft schubweise rezidivierend. Und ein knappes Drittel erkrankt in einer chronischen Art und Weise, um dann über dauernde, schwere Residualzustände sozusagen zu münden. Die Symptomatik. Nach dem ICD-10 werden 8 Symptomgruppen unterschieden. Erstens die Ich-Störungen. Zweitens die Wahnvorstellungen, die inhaltlichen Denkstörungen. Drittens die akustischen Halluzinationen. Viertens ebenfalls Wahnvorstellungen, aber nun extrem bizarrer Art. Zum Beispiel der Vorstellung, dass man Jesus sei. Fünftens Halluzinationen auch anderer Art. Sechstens formale Denkstörungen im Sinne eines Gedankenabreißens, einer Zerfahrenheit des Denkens oder einer Wortneuschöpfung. Und siebtens die Psychomotorik oder mit Bewegung betreffende Katatone-Symptome und Gruppe 8 Negativsymptome im Sinne einer Verflachung, einer Apathie, eines sozialen Rückzugs. Mindestens ein Symptom aus der Gruppe 1 bis 4 oder mindestens 2 Symptome aus Gruppe 5 bis 8 müssen eindeutig und für 1 Monat vorliegen, um die Diagnose stellen zu können.
Das heißt, das Wesen dieser Erkrankung liegt also darin, dass das Gefühl der Meinhaftigkeit, das Gefühl, ich weiß, hier bin ich, hier ist meine Grenze, hier ist mein Denken, hier ist mein Fühlen, diese Grenze, die für uns gesunde, völlig normal ist, löst sich auf. Die Welt dringt gleichsam in mich hinein und so findet sich quasi eine... Ich sehe meinen Kollegen die Uhr gerade anzeigen. Ich bin am Ende. Das Wichtigste ist gesagt. Das Psychotische, auch in seiner schizophrenen Ausprägung, kennt nichts Harmloses. Die Welt ist Bedrohung. Wie ist es bei Ihnen? Hoffentlich ganz anders. Und sollten Sie sich gerade auf den Weg gemacht haben, Medizin zu lernen, dann habe ich sogar etwas, was Ihre Welt nicht bedrohlicher, sondern hoffentlich noch schöner macht. Nämlich unsere Online-Vorlesungen. Unten im Text finden Sie die Links zu unserem Angebot und vielleicht sehen wir uns dort wieder.